Technik funktioniert. Ja, ich hoffe, es funktioniert noch. The book spoke the truth. Es sieht halt jetzt oben den hässlichen Bowser-Ding, aber ist halt jetzt so. Das ist ein altes Spiel. Gehört dazu. Ich mache im Schnitt einen schwarzen Rahmen drüber. Haben wir noch einen Balken drüber. Einen weißen Balken oder so. Macht er einfach Werbung drüber. Ja. Keine Ahnung, für Holy oder so. You were right, Doctor. It's hopeless. What will you do? I think he would have liked to see his works donated to the British Museum. Doctor, come back. I must show you this. Hier mal die Entwickler. Call of Cthulhu. Na dann kannst du eigentlich losgehen. Das gehört alles mit dazu. Ich mach's aber auch wie alte Spiele einfach noch vor dir, also einfach noch so die Credits schon, so Teil-Credits schon vor dem Spiel haben, so ein bisschen so Vor-Credits. Das gibt's auch in neuen Spielen teilweise, aber das ist dann wirklich dann so ein bisschen Retro schauen. Ich hoffe übrigens wirklich sehr, dass das Spiel irgendwie speichern kann. Ich weiß nicht, wir werden es nicht komplett schaffen. Nee, auf keinen Fall, das ist ein 8-Stunden-Ding. Das sind viele Tentakel. Und ich bin auch nicht ganz gesund, deswegen. Wir spielen heute nicht bis Mitternacht. Am Montag spiele ich wieder bis Mitternacht. Es ist übrigens super wild, dass ich das mit meiner Frame Generation-Ding hier sehe. Es sieht in 60 FPS sehr wild aus, alles. Tell me, 76 years after the Bolliskin business, do you really think? Oh komm, man bedankt dich nicht bei Lovecraft. Das ist eine Sache, die machst du nicht. Bei dem alten Rassisten. Ich dachte, du wärst Lovecraft-Fan. Natürlich, aber der war ein Hardcore-Rassist und ein Arschloch. Die Geschichten sind gut. Er nicht. You'll have solid proof, Mr. Griffith. I'll go to Ilsmouth. I'll find the exact place where Boliskin made his sketches. I'll take photographs. Okay. Du musst aufpassen, dass ich auf YouTube nicht auf X nicht wieder gecancelt werde. Das ist, ich spiele ja.
Ich schau gerade einem Spiel zu, das von einem Rassisten geschrieben wurde. So, für den kennt sich mittlerweile keiner mehr. Hm. Der Mann ist in den 20ern gestorben, weil er seinen Krebs ignoriert hat, also. Ich glaube, du übersteuerst gerade ein bisschen. Ich übersteuere generell ein bisschen. Das ist die. Wie ich dein Mikrofon kenne, sobald du dich einen Zentimeter vom Mikro entfernst, bist du nicht mehr zu hören. Ja. Ich übersteuere auch ein bisschen. Das ist normal. Mr. Griffith, your readers are going to love you. Bei mir ist es merkwürdig. Manchmal bin ich zu hören, manchmal bin ich. Manchmal übersteuere ich, manchmal bin ich kaum zu hören. Das ist so bei mir im Spiel. Das ist da. Ja. I want hard evidence of everything you say. I cannot afford to print crackpot ideas. Okay, wir müssen irgendwas Krasses aufdecken und fotografieren. Mhm. Shadow of the Gods. So heißt das Spiel. Mhm. Hm, das sind wir am Spiel. Ja, du siehst meinen Pfeil, oder? Yep. Ein gelbes Dreieck. Ja. Ich muss einmal ganz kurz. Muss nur tatsächlich einmal kurz raustappen. Ich habe den falschen Dingens für mich ausgewählt. Es erinnert nicht an deinem Teil, ich habe nur massive Fragmente bei Pixel Art mit dem Modus. Das hier ist besser. Okay, jetzt kann ich mich frei bewegen. Du willst mal mit dem Ashton sprechen. Ja, mit dem Kutscher. Sicher. Mr. Parker, I presume? Ja. Dr. Cobble, delighted to make your acquaintance. Allow me to introduce you to Andrew Arlington, the mayor of our little community. Warum sieht er aus, als würde er Bilder von Spider-Man wollen? Keine Ahnung. Bezweifle, dass Spider-Man in dieser Welt existiert. Es gibt Spinnenmenschen. There's no time to lose, Mr. Parker. We'd best be on our way. The Sales Brothers have delivered your luggage. There's a telegram for you. It's in your room. Okay. Du hast ein Telegramm auf dein Zimmer geschickt bekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wir sehen sehr viele Dinge automatisch. Okay. Ist da irgendwas unten am Bildschirmrand oder sind das nur hässliche? Das sind nur hässliche Fragmente. Das sieht fast aus, als wäre da ein Menüinterface oder so. Mit irgendwas zu klappen oder so. Das ich meine, kann man. Na, meine? Da müsste nichts. Da dürfte nichts sein. Dr. Cobble tells me you're interested in stars. Ja. Astrolog. Oder Astrolog. And comets. Comets. I guess your visit has something to do with Holly's comet. Ich meine, ja, hat es so ein bisschen. In drei Nächten gehen wir direkt.
In 3 nights time we shall be able to see some wonderful sights. In 3 nights time. Keine Epilepsie-Warnung an dieser Stelle. Text bringt. Wir spielen ein Retro-Spiel, das ist so. Natürlich das. You've convinced me. Wir haben ihn überzeugt. Hey. Well, here you are. All set to get to work. I'll show you to your room. I'll have to leave you, my customers. Won't wait. Just like the worthy citizens of my little town. Have a wonderful visit, Mr. Parker. Yes, welcome to Ilsmouth. Ich trau denen kein Stück. Du traust überhaupt irgendjemandem? In diesem Spiel? Nein. Nicht mal unserem Hauptcharakter. Das ist nur vernünftig. Ja, und danke für den D-Follow. Irgendjemand hat mich gerade gedefollowt. Wahrscheinlich der Scambot von vorhin. Nee, der war nicht gefollowt. Du hast keinen Follow-Only-Chat? Bild. Nö. Warum haben wir eine Line-of-Sight gerade gehabt? Nein, Bild. Was? Warum haben wir gesehen, wo er hinguckt? Okay, kann ich hier irgendwas tun oder? Ja, ich habe hier die ganzen alten Optionen. Interessant. Ach, ich kann speichern. Ich kann speichern. Und wir haben tatsächlich Audio-Optionen. Lass mal so. Das ist gar nicht schlecht. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Du kannst auf Deutsch spielen. Deutsch. Cool. Wir können es auf Deutsch spielen. Cool. Okay, machen wir ab jetzt. Mit Synchronisation, okay. Das halte ich aber für. Just arrived in charming fame. Nein, nicht mit Synchro. Aber Text ist auf Deutsch. Damit kann man die auch nicht verlesen. And A. Arlington, the mayor. Okay, wir wohnen bei Dr. Cobble und Mr. Arlington. Damalige Zeit wäre eine deutsche Synchronisation schon ziemlich. Das wäre bahnbrechend. Okay, das ist also Navigieren, das ganz rechte. Dann haben wir hier Gucken. Glaube ich. Ah, okay. Dann zeigt er, das ist quasi interessante Objekte anzeigen. Auch wild, dass es das schon gibt. Das ist ja Hightech. Ja, wir haben. Just arrived in charming fishing port of ich wollte nicht die Notizen auswählen. Ich weiß nicht, was das gerade gemacht hat. Gut. Gehen wir kannst mal dort hoch. Hinten blicken. Also entweder, kann ich jetzt irgendwas tun? Entweder hat der Charakter eine weiße Spinnenwebe im Gesicht oder wieder sehen, wem der guckt. Egal was ich mache, es wählt immer das Notizbuch aus. Holy shit, was zur Hölle. Okay. Ich glaube, der Charakter hat so ein Eye-Tracking-Dings an. So eine damalige Zeit. Ich drücke Knöpfe und. Ach, okay, wenn es diese Line of Sight hat, kann ich mit den Sachen interagieren. Ich okay. Verstehe. Okay, das du ist. Du drückst Knöpfe und es passieren Dinge. Ich drücke Knöpfe und es passieren Dinge, genau. Habe ich irgendwie Zugriff auf ein Inventar? Das ist das Inventar, okay. Und was ist noch auf der Lochkarte? I at last found a young villager willing to guide me. Das ist speichern. Nee, speichern ist auf der Datensätze, auf der. Was ist auf der Lochkarte daneben? This place must be a window to some other dimension. If the child. Okay. Gut, was haben wir jetzt sonst noch aufgenommen? Wir haben noch das Telegramm. Okay, cool. Cool, Dialog es gibt und nie wieder auffindbar. Alles klar, cool zu wissen. Ich glaube, das könnte eine Map sein, dass du die Lochkarte dort neben der. Ja, ich glaube, das ist auch eine Map. Das ist, glaube ich, nur bewegen. Also wir haben noch das Telegramm. Den Text gerade habe ich offensichtlich geskippt. Das tut mir leid, ich wusste nicht, dass das nicht wiederverwendbar ist. From Sales and Brothers London to Mr. Parker in Dr. Cobble Estate. Apologies, stop. Have no more photosensitive plates, stop.
Try to purchase some your end. Stop. Okay, Fotoplatten können wir im Ort holen. Und müssen wir auch, weil wir sind ja Fotograf. Ja, Fotografie gibt es schon eine ganze Menge, eine ganze Weile. Ja, Fotograf ist auch eine klassische Profession im Tabletop. Okay, wir müssen, glaube ich, dann rausgehen. Soundtrack. Bei meinem D&D haben wir jetzt auch eingeführt, dass es theoretisch Fotografie gibt, dass da so ein bisschen, dass da eine, also eine, doch so im Sinne einer Lochkamera ist, das auch ist, dass da ist durchaus möglich. Und diese Welt hatte ehemals moderne Technik und ich hätte schon jeweils was, also theoretisch ist da so ein praktisches für eine Lochkamera möglich. Okay, wir können hier also das Haus erkunden, so ein bisschen. Können wir irgendwas mit den Büchern machen? Nein. Kannst du in diesem Zimmer also nichts tun? Wir können noch mal weiter in das Zimmer gehen. Zumindest, wenn er sich einmal ein Stück bewegt. Also wir können weiter hintergehen, theoretisch. Ach, dann kommen wir raus. Wollen aber noch nicht raus. Wollten wir nicht hier raus, wir wollten noch Fotoplatten besorgen. Ja, aber erst. Du, erstmal gibt's hier noch eine interessante Tür. Und dann weiß ich nicht, ob man zurückkommt. Locked. Abgeschlossen, wir kommen dahin wahrscheinlich nicht mehr zurück. Die Tür war fest. Übrigens, du bist von uns beiden der Adventure-Experte. Ich drück hier nur Knöpfe gerade. Du, das ist genau das, was man bei einem Adventure machen muss. Knöpfe drücken und gucken, was passiert. Gehen wir mal nach links. Da muss man kein Experte für sein. Oh, da ist was. Was ist denn? Adventures kann jeder spielen. Ein und da kannst du mit gucken, da kannst du mit ankrippeln, da kannst du mit sprechen. Und das sind die drei, das sind die vier wichtigen Sachen. Guck mal, damit kannst du mit der Sache sprechen, da kannst du die Sache ankrabbeln. Ich glaube, mit der anderen auch. Und Summary of Boliskins Book. I met a 12-year-old boy with a gun through the forest. What a sight! The stars appeared to be a rifle shot away. He held the torches while I drew new constellations. I named them Octopus, Stalker. Who was that boy? There must be a register of births for that period. Where can I find the town records? Im Geheimarchiv sollten wir nachgucken. Ja, sollten wir. Gut. Das Geburtenregister. Ich nehme mal einen Ast mit. Könnte noch nützlich werden. Es ist ein Ast, also ja, vermutlich. Gut, wir haben auch ein Kind, das irgendjemanden in den Wald geführt hat. Hübsch hier, ich glaube, hier werden dann Sterne zu sehen sein. Und ein Komet. Das Kind damit. Mit dem Ast. Einen auf dem Hintern. Ich bin ehrlich, bei Cthulhu und Kind assoziiere ich aus irgendwelchen Gründen immer Yog-Sothoth. Und den willst du eigentlich nicht begegnen, weil der ist ursprünglich in den Lovecraft-Geschichten der eine große Gott. Mhm. Ja. Nicht Cthulhu? Ich hab gesagt. Nein, tatsächlich nicht. Der eine große Gott. Nein, das kam tatsächlich erst danach, als der Autor schon tot war und sein Kollege übernommen hat, als die Geschichten plötzlich bekannt wurden. Dass das geändert wurde. Er wollte eigentlich dieses große, aus Kugeln bestehende Ding als Gott haben. Als den großen Bösen von allem. Ich habe einen weiteren Ast gefunden. Soll ich mit Ästen? Ich habe zwei Äste. Wir hier lang? Oh Gott, das ist ein Waldlabyrinth, oder? Scheint mir fast so. Oh nein. Ich werde hier nie wieder rauskommen. Doch irgendwann in 2-3 Stunden.
Ich hätte den 12-Jährigen suchen sollen, der mich durch den Wald führt. Du musst nur die pinke Blume finden und die dann zu der Hütte bringen. Nein, das ist Monkey Island. Hier ist es wahrscheinlich eher ein Augapfel und ein Elchkadaver oder so. Die Steuerung ist auch ein bisschen sehr wild. Ja, altes Adventure-Spiel. Oh nein, das hier ist auch Teil von Labyrinth, was? Du bist im Kreis gelaufen, glaube ich. Den Baum haben okay, ich bin wieder zurück. Wir gehen nicht mehr ins Labyrinth. Nicht ohne zu wissen, was wir tun. Ich würde nicht nochmal in den Wald gehen. Aber ich habe 2 Äste. Wie hieß denn dieses Spiel, was mal... Das war, glaube ich, auch ein Lovecraft-Ding, so ein neueres Spiel. Was man irgendwie bei einer Gamescom, wo ich mal angespielt habe, die Demo. Da gab es mal so ein... Wo dieser Gag war mit dem Auto, was nur fährt, wenn er versucht, über die Straße zu kommen. Die ganze Zeit ist die Straße leer und der kommt... Das weiß ich, das war Slender Threat. Das war einfach nur ein Horror-Adventure und da warte ich auch sehr lange drauf. Das ist noch nicht fertig. Das ist auf meiner Wunschliste und schon vorbestellt, sobald es möglich ist. Das müssen wir auch mal spielen. Sobald das raus ist, auf jeden Fall. Okay. Impossible to get in. It's locked. Okay, das ist zugeschlossen. The product is free. Können wir wenigstens hier irgendwie weiterkommen? Ja, wir können einfach an dem Haus vorbeigehen. Was sind denn das für komplett weirde Gebäude? Impossible to get in. It's locked. Ach nee, du bist irgendein random Typ, der gerade an Ferienwohnungen anklopft. Natürlich ist das verschlossen. Was haben wir denn überhaupt wieder für ein Genie als Hauptcharakter hier? Okay, damit kann ich nicht interagieren, oder? Du kannst wahrscheinlich mit allem interagieren. Offensichtlich. Der Brunnen scheint sehr tief zu sein. Okay. Dann leck doch mal dran. Oh. Warum wollen die nie an Sachen lecken? Tja. Warum ist hier ein Western-Gebäude? Wir sind an der Ostküste. Vor allem, dass das Haus heißt Dead Horse Inn. Warum ist hier einfach ein random Farmer? Wir sind irgendwo an der Ostküste, du sollst Fischer sein. Keine Ahnung, frag ihn doch mal. Hab ich vor. Kann, glaube ich, nicht mit ihm reden. Dann geh vielleicht mal rein und frag den Typ, der drin ist. Das ist eine offene Tür. Links. Ja, ich möchte aber erstmal rausfinden, wie ich hier dann wirklich mit denen interagieren will. Gibt's hier irgendwas zu sehen? Ich wette, da ist ein totes Haus drin. Ah. Okay, wir gehen mal rein. Durch die sehr große Tür, die von diesem Karren versperrt wird. Nee, die Tür ist links, unter dem roten Balken. Die Tür ist offensichtlich links, ja. Was? Das ist eine Kneipe. Der wird alles einsacken. This isn't my dad. Das ist dein Inn. Never is. I'm paying for the drinks this time. Darn right. Set them up. Okay, die Jungs spielen illegale Kartenspiele offensichtlich. Der Unterschied zwischen Bar, Kneipe, der Unterschied zwischen Bar, Taverne und Inn ist doch bekannt. Mhm. Der Wirt macht keinen besonders netten Eindruck. Können wir Klavier spielen? Nein, können wir nicht. Aber wir können mit ihm reden. Hä, das sieht doch voll nett aus. Some information, please. This looks like a library. What are you drinking? Ein kühles Blondes. Was sonst? Nehmen wir eins? Ja, was sonst? Auf geht's. A beer. That'll be $1. $1, wow. 1910 ist das Preis fast Monatslohn. Cool, der hat ein kühles Blondes in einem Zug geleert. Dann wissen wir, was für eine Art von Person wir gerade sind.
Okay, sonst interagieren können wir mit nichts. Aufnehmbare Objekte werden gehighlightet und wir können wahrscheinlich mit denen noch reden. Gentlemen? Hey, we're trying to play a game here. And I might just be holding a good hand, so if you don't mind. Hier geht um die Wurst, also nichts für ungut. For once I'm about to win. So, if you just let us play. Okay, die sind keine Hilfe. Der Typ will augenscheinlich einfach nicht reden. Bildschirm zum Wechsel ist sehr nervig. Man kann hier nicht weiter, daran liegt's. Ich frage mich, ob hier der Arzt wohnt. Ja. Es ist die Dame dort, Schalter. Der Arzt, oder? Der Arzt ist gerade nach hinten gegangen. Wir können aber mit der Frau reden. Das ist auch die Apothekerin. I'll never get used to that pharmaceutical smell. Arzneigeruch. Es riecht also nach Zahnarzt. Ja, mit der Frau kann ich nicht reden, was? Jeder kennt den Geruch von Zahnarzt. How can I help you? Wenn man in Zahnarztpraxis reinkommt und es erstmal sehr chemisch stinkt. And I'm Mary Matthews. My father's busy for the moment. Can you come back later? Ach, sie ist die Tochter. Wichtig. Und wenn wir eins gelernt haben, dann wenn Ärzte. Wir müssen sie also ablenken, aber wir brauchen erstmal Foto. Ärzte, was? Wir brauchen erstmal Fotoplatten. Vielleicht kannst du hier nicht in Mankalien zum Foto entwickeln gehen. Vermutlich. Du hast den Satz nicht beendet, wenn wir über Ärzte eins wissen, dann. Dass man sie immer stören sollte. Wollte ich eigentlich sagen, als wir sie gestört haben. Und dann wurdest du gestört. Ja, dann durfte ich einfach nicht rein. Was, hier können wir rein? Oh, da. Ja. Es sieht halt von außen nicht so aus wie von innen. Let's begin on the inside. Nee, es ist von außen hübscher als von außen. Als von innen. Und können wir jetzt. Müssen wir jetzt den langen Weg gehen? Wirklich? Das ist eine Pokémon-Situation. Wir können nur den langen Weg außenrum gehen. Hm. Ah, ich kann auch mitten in der Bewegung anhalten, offensichtlich. Interessant. Die Steuerung ist äußerst gewöhnungsbedürftig. Ja, alte Adventures. Alte Adventures, da sagst du was. Ich kenn's nur das Haus rein. Das blaue Haus. Okay, hier können wir zumindest schon weiter. Was in dem blauen Haus noch nicht? Da kamen wir nicht rein. Oh, hier ist der Hauptplatz, was? Da wollte ich nicht hin. Ja, da vorne ist die Taverne. Wahrscheinlich. Ja. Ich find's auch super, dass das überhaupt nicht nach Küstenstadt so wirklich aussieht. Also ja, schon, aber nach einer aber es sieht nach einer norddeutschen Küstenstadt auch so nicht nach. Vielleicht ist auf der Statue irgendwas zu sehen. Ich versuche sie zu beäugen, aber das Spiel lässt mich nicht. Ich kann es mit der alten Dame reden. The lady sitting over there may be able to help me. Ja. Excuse me, madam. You mean miss, my good man. Miss Picot. Do forgive me, Miss Picot. I'm not from these parts. The name's Parker.
Good day, young man. Okay. Gut, wir können mehrfach mit dir reden. Ja, das ist ruhig. Das ist auch nicht beliebt. Das ist mir angegeben, wie ich die beste Gemeinschaft. Zu meinem Männerarchiv, genau, da müssen wir nämlich hin. Ja, höflich oder normal? Ach, lass uns mal höflich bleiben. I would be extremely grateful if you could tell me what I might find the town records. I'm so glad to be able to help. I think you'll have to try the town hall. Wow, fürs Gemeindearchiv müssen wir zum Gemeindehaus, Mensch. Genau. But I wonder whether you could tell me where I might find the town records. I'm so glad to be able to help. Wow. Das könnte das hinter der Statue dort sein. Oder ist das die Apotheke? Das ist die Apotheke. Die Statue will er sich echt nicht angucken. Hm. Also da drüben ist offensichtlich der Hafen oder sowas. Ja. Kannst du meine Bombe kuscheln oder? Ich gebe mein Bestes. Ich glaube, die Hände sind nur für die Aktion mit den gehighlighteten Objekten. Das ist die Taverne. Ja, auch schon. Ich will mal schauen, ob wir herausfinden, wo das Gemeindehaus ist. Rechts mal rechts. Gucke rechts. Ja. Ich sehe einen Leuchtturm im Hintergrund, ansonsten sieht das nicht gemeindehäusig aus. Müsste das Gemeindehaus nicht irgendwo zentral sein? Und vielleicht kann diese Frau uns irgendwie weiterhelfen. Why, it's a young lady out alone. It's a young lady all alone. Gefährlich. Sollte nicht allein hier draußen rumstehen, vor allem vor einem farblich an sie angepassten Tor. Forgive me for bothering you, miss. You're not bothering me, Mr. Parker. Oh, there's no need to look so surprised. Der hat uns den Namen zwar nicht gesagt, aber cool. I'm very glad to meet you, Miss Tilden. I can't help wondering how an attractive... I'm married? Well, the reason's very simple. Ilsmeth seems to deprive all men of their manners. Now, if you'll excuse me... Please don't be angry, Miss Tilden. I had no intention of being rude. I'm looking for... Well, keep looking, Mr. Parker. Was ist denn mit denen? Ich will zum Afaki-Archiv und zum Supermarkt. Menschen in Lovecraft-Filmen sind seltsam. Und die sah nicht mal nach Fisch aus. Und hier ist die Fischereiputzer. Was haben wir da? Trickleiter. Die könnte nützlich werden. Eine gestrickte Leiter. Also ein Stromkabel aus Wolle. Ein gestrickter Leiter. Bezweifle, dass damals Strom gab. Natürlich gab es Strom. Okay, wir gehen in irgendeine random Scheune, die offensichtlich mal eine Taverne war. Eine Fischerhütte. The beams are covered in spiderwebs. This place is filthy. This place is filthy. Wow. Hm. Sehr, sehr filthy. The beams are... Und das ist nicht das Gemeindehaus. Ich hoffe, es ist nicht das Gemeindehaus. Guck, halt nach. Oh. Someone engraved JH into the wood with a red hot iron. Ich würde nach einem Haus in Nähe der anderen irgendwo im Zentrum gucken und eins was oben ein Kreuz oben drauf hat, was aussieht wie eine Kirche, aber keine Kirche ist. In amerikanischen Dörfern war das damals so. War so, das Gemeindehaus war. Ja, ich bezweifle aber, dass die hier eine Kirche haben. Die werden wahrscheinlich. Ja, das Gemeindehaus sah. Das Gemeindehaus sah manchmal aus wie eine Kirche, aber war keins. Machen die beiden hier? Hallo? Abhauen. Offensichtlich. Vielleicht folgst du ihnen mal. Gleich. Ich will gerne ins Wasser gehen, danke.
Ich glaube, du sollst den folgen dort, den beiden. Ja, vielleicht war das auch nur Hintergrundkulisse. Guck mal, was das hier ist. Ich hätte ihn jetzt offensichtlich gefolgt, gar oder? Nichts. Es ist ein altes Adventure, hier ist nichts auf Zeit oder alles auf Zeit. Ich weiß nicht mal, ob man hier sterben kann oder nicht. Ja gut, das hier ist halt ein Steg und es sind Hummerfallen und hoffentlich Netze. Oder Gedärme von riesigen oder mehreren Wahlen. Überhaupt nicht gruselig, was ich hier gerade mache. Vielleicht laufen die zum Gemeindezentrum. Keine Ahnung, aber ich will hinter ihnen sein. So richtig unangenehm. Die laufen alle irgendwo hin, also vielleicht gehen die alle zum Gemeindezentrum. Also das Gemeindezentrum sollte irgendwo für die Gemeinde gut erreichbar sein, deswegen müsste das schon irgendwie im Zentrum sein. Man folgt den erstmal. Das hier ist das Gemeindezentrum. Es ist gut erkennbar an der amerikanischen Flagge. Bild. Es ist eine tolle Halle. What a splendid hallway. Okay. Er sagt da nicht. Warum muss alles in so einem hässlichen Braun ausgekleidet sein? Holz. Es ist Holz. Eine schöne Holzoptik. A blackboard. Eine Schiefertafel. Sagt er überall nichts zu? What a splendid hallway. Hier sagt er was zu. Schreibtisch würde ich sagen, oder? Ja. Und wir wollten die Fotografieplatten abholen, vielleicht im Hinterzimmer. Ich meine, dazu müssen wir eigentlich in den Supermarkt gehen, aber. Oder was wollten wir hier? Ich glaube, wir wollten nach diesem 12-jährigen Jungen gucken. Aus irgendwelchen Gründen. Dann sprich mal mit dem Archivar. Hab ich vor. There you are at last, Mr. Parker. I've been expecting you. Oh, don't be surprised. Passing scientists invariably pay me a short visit. Of course, they're a rare breed around here now. Not like the keine Katze auf dem Schoß. But you don't want to hear all that. Allow me to introduce myself. Tobias Johnson. Keeper of the Archives and Records, at your service. There's probably nothing I can tell you that you don't already know. You're wrong, Mr. Parker. I may know your name and profession, but not the reason for your visit. Können wir nochmal mit ihm reden? Consult the birth register. Your interests are not limited to the stars. Was? Wie heißt denn der Typ? Woher haben wir die Namen? Shakespeare. Shakespeare. Excellent. So, Mr. Parker, you like to read? I like nothing better than a good read. Books are my passion, Mr. Parker. My most precious companions. Silent, discreet. Sometimes filled with mystery. I must let you get on with your work. Na, frag ich guck mal nach. Eben. Du musst den richtigen Namen auswählen. Jetzt steht da nur das plates haven't arrived with the rest of my luggage. Summary of Boliskin's book. I met a 12-year-old boy willing to guide me through the forest. What a sight. The stars appear to be a rifle shot away. He held the torches while I drew new constellations. Und das ist Shakespeare. Ich habe das Gefühl, die deutsche Synchro ist nicht die ideale dafür, ehrlich gesagt. Da geht, glaube ich, sehr viel Kontext verloren. Ich stell's mal auf Amerikanisch. Stell's mal auf Spanisch.
Ja, ich guck mal, ob hier vielleicht jetzt ein paar mehr Notizen sind. Ich glaube nicht wirklich. Summary of Boliskin's book. I met a 12-year-old boy willing to guide me through the forest. What a sight. The stars appear to be a rifle shot away. He held the torches while I drew new constellations. I named them Octopus. Ja, Boliskin war unser, war der Professor vom Anfang von der Intro-Szene. Kannst du auch wieder auf Deutsch stellen. Ich glaube, wir finden da keine Infos raus. Ich meine, wir können nach den anderen fragen. Frag mal die anderen Namen. Einer der Namen wird es vielleicht sein. Kann, glaube ich, gerade nicht mehr mit ihm reden. Nö. Bild. Da muss man selbst nachgucken. Ich kann es dann die Regale ran mal selbst ins Register nachgucken. Oh, weil. Fortunately, there weren't too many births in 1822. According to the register, there are 3 still alive today. Noch 3 sind am Leben von 1822. Der hat gerade die Namen genannt, aber du hast. Ja. Gibt's. Nein, der Text ist einfach nicht vollständig gewesen. Ich hab nichts geskippt. Oh shit. Satisfied? I believe I've found what I was looking for. Ja. There are times when believing is not good enough, Mr. Parker. Sometimes we must be absolutely sure. Take Ilsmith, for instance. For many years the locals believed in the old legends. Did that make them true? I have a number of documents on the subject. Interessiert uns das oder interessiert uns das nicht? Es interessiert uns. How fascinating. That's a subject I'm very interested in. My library is full of such material. And I'm not talking about a mere single room. Oh no. A lifelong study, you know. There are those who would dearly love to get their hands on some of those old papers. But they'll need to be smart. Well, they do say there's no such thing as a perfectly guarded secret, Mr. Jug. Think. Well, you're close to the mark there, Mr. Parker. But I'd better let you get on with your work. Come back any time. The records are open in the afternoons. I'm usually at home in the morning. My house is just right of the post office. Just ring whenever. Also, wir müssen jetzt das nächste zu ihm. I'll tell you some interesting stories. Wir können zu ihm, aber nur morgens. Und wir haben gerade Nachmittag. Hat er nicht gerade gesagt, sein Register ist nachmittags offen? Ja, und wir haben ja gerade Nachmittag. Greenwood lives in the house right next door to Dr. Cobble's Coldstone's house. Okay, was machen wir als nächstes? I don't know how to thank you. Just promise to pay me another visit. Okay, die Texte werden nicht übersetzt. Ich habe aber zugehört. Wir müssen jetzt wenigstens im Notizbuch. Ja. Greenwood. His house is next to Dr. Cobble's. Coldstone. South of Jug's house. Curtis. In the fishery near the harbor. Okay. Wen wollen wir zuerst? Also neben dem von Dr. Cobble, da kommen wir auf jeden Fall hin. Den Doktor können wir ja noch nicht. Da müssen wir erstmal die Schwester ablenken. Aber ich glaube, nein, wir wohnen bei Dr. Cobble. Ja. Das heißt, das ist das braune Haus, wo wir nie reinkommen. Gibt's hier noch was Interessantes? Okay. Wichtiger Punkt. Erstmal irgendwo hin. Ja, ich denke, ich gehe wieder raus und ich denke mal, wir gehen zuerst mal zu dem, was ich am einfachsten finde. Wie du meinst. If you want to talk, I'll be at home. Und wir sollten ihn auf jeden Fall irgendwann mal besuchen. Wenn er zu Hause ist.
Das scheint noch ja, wir gehen auf hier. Und die waren da hinten noch nicht. Waren auch hier noch nicht. Was ist das denn hier für ein Haus? Ach, das Post Office. Ich glaube, da müssen wir sowieso hin. Ich glaube auch. I'm sorry, but you'll have to come back another time. The Donahue boy is sick and I have too much work to do. Miss. Later, I'm very busy. Okay, sie ist sehr beschäftigt. Hinten können wir wahrscheinlich nicht rein. I'm sorry, sir, but that's the door to the private apartments. Okay, lass uns nicht einfach rein. Können wir da rein? Da geht's wahrscheinlich zum Gemeindehaus. Das ist ein anderes Gebäude. Da. Steuerung. Okay, das ist einfach nur das Grafik. Das ist eh nicht durch. Es ist offensichtlich nur Grafik. Ich hasse das. Okay, Wild, das sieht aus, als könnte man da lang, kann man aber nicht. Dann woanders hin. Ja, ich bin schon am Bewegen. Ah, mhm. Natürlich. Da wohnt der Typ. Natürlich. Natürlich wohnt er so. Der wohnt im braunen Haus. Der wohnt in dem einzigen Haus, das nach gruseliger Geistervilla aussieht. Ah, und das ist der Typ, zu einer von den Typen, wo wir hin müssen. Da sollten wir also hin. Ja, ich bin zwar nur versehentlich auf den Bildschirm gegangen, aber ja. Wir werden früher oder später in der Villa landen. Nobody. I'll come back later. Okay, hier können wir noch nicht hin. Auch nicht lang. Unten geht's wahrscheinlich auch nicht. Nein. Der Fischmarkt. Hmm, some fresh vegetables and some fish. Not so fresh. Der Fischmarkt verkauft nicht so frische Fische und frisches Gemüse. Ah, ja. Dann mal rein. Die verkaufen sehr frisches Gemüse, aber sehr alten Fisch. Interessant. Problem, Mr. Hambledon. That'll be delivered tonight. Oh, I spoke to Miss Gilchrist. She got your package. Can I help you, sir? Okay, ignorieren wir mal. Wir reden mal mit dem Verkäufer. Als wir das denn tun dürfen. I'd like some photosensitive plates, please. Ah! Fotoplatten. Well, just hold on a few seconds while I check to see if I have any. Also, die Fotoplatten. My advice to you is to try them first. I've had them for quite a while, so they aren't exactly brand new. Oh, really? That's a fact. Daytime, night, outside, inside. What is it you're wanting to photograph? Bin mal ehrlich. The stars in the night sky. Well, you be careful. The emulsion's kind of old. Tell you what, you take a few shots of whatever you want to photograph and see what sort of results you get. If those plates aren't perfect, I'll give you your money back. And if they're okay, well, you can go back and buy some more. Ja, und was mit dem Mönch tut? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er ist böse. Ist ach, der Bürgermeister ist hier. Und was mit dem folgen wir? Was mit dem Kuttentyp los?
der gerade zu dem ins Gebäude oder ist der nach unten? Der ist nach unten. Ah, da. Da wollten wir doch hin. Da wollten wir doch hin. That's funny. No answer. And yet I did see somebody going in. Können wir die Strickleiter benutzen? Weiß nicht, ob wir sollten. Können wir auch offensichtlich nicht. That's funny. Okay, die haben irgendwas Wichtiges wahrscheinlich zu besprechen. Da sollten wir sie bei stören. Eigentlich ja, der Baum sieht hier sehr convenient aus. Oh! An interesting way of welcoming people. Seltsamer Empfang. Hier können wir doch die Strickleiter nutzen. Naja, aber wir haben zumindest Dinge gesehen. Ja, es taucht jemand dabei auf. Können wir jetzt reingehen, wo wir wissen, dass jemand definitiv da ist? Nein, das wussten wir eh schon. Ja, wir machen hier die Dinge nicht unbedingt in Reihenfolge, offensichtlich. That's funny. No answer. Ast. Im Ast ging knapp. Nein. Nein, kein Ast, schade. Kannst du den Ast mit der Strickleiter kombinieren und. Ich kann hier nichts kombinieren, soweit ich weiß. Schade. Bin nicht mal sicher, ob ich Items benutzen kann. Nein, ich wollte nicht klopfen. Okay, das ist offensichtlich immer noch das falsche Haus. Der Bürgermeister ist reingegangen und der muss offensichtlich was besprechen. Wär's, wenn wir den Typen nochmal, den Archivar nochmal treffen? Das wäre jetzt auch der nächste Plan gewesen. Dann ist er eh eingeladen. Oh, hübsch. Nichts zu sagen, wir wirklich. Die Fotoplatten mal nach Hause bringen. Das wäre auch mal eine Idee. Die Fotoplatten brauchen wir, damit wir sie benutzen können. Aber zu Hause, oder nicht? Nein. Wir sind Fotograf, wir haben generell eine Kamera dabei. Die Fotoplatten belichtet man nach und danach in der Dunkelkammer. Ist egal. Wir tun einfach so, als würde dieses Spiel hier Logik haben. Okay. Ihr sagt ja nichts zu. Warum sind es immer Bären? Tja. Da hängt eine Knarre. Da hängt immer eine Knarre. Warum hat er so viele Jagdtrophäen? Das ist der Archivar. Mit Hobbygegnern wahrscheinlich. Okay. Am I bothering you? Not at all. Indeed, to be frank, I can't get our last conversation off my mind. Hast du irgendwelche Hinweise gefunden? Have you found something? Not yet. But I hope to shed light on a few interesting facts. We'll discuss them later on. Okay, der hat also noch nichts für uns. Tja, irgendeine andere Fährte? Naja, wir haben noch die anderen zwei Häuser. Na dann hin dort, würde ich sagen. Ja. Im ersten hatten wir ja schon einen gruseligen Encounter. Wir haben natürlich noch den Mönchtypen, den wir irgendwo suchen könnten. Wenn wir nicht alles mitnehmen, oder? Nein. Na, dann gehen wir zur Fischerei als nächstes. Da waren wir doch schon. Einer von den. Ja, aber da konnten wir nicht hin. Nicht der Fischmarkt, die Fischerei. Oder? Ich guck nochmal nach. Hast du irgendwelche? Gucken auf die Map. There were three births in 1822. Greenwood. Ah, Curtis. His house is next to Dr. Covell's.
Coalstone, south of Jug's house. Im Hafen war niemand. Ja, mal einen Blick auf zu die der Karte. Zeit nicht. Ach, können wir uns auch einfach so weg darüber bewegen? Ja, können wir. Sehr schön, Schnellreise. Wild. Okay, Fischerei am Hafen. Let's go, das spart natürlich sehr viel Zeit. Da war keine Sau. Da ist da jetzt jemand. Naja, die Fischerei ist ja das hier. Ja. Da schläft jemand. Geh mir zu dem armen, obdachlosen alten Mann und quatschen ihn an. Das könnte dabei schon schief gehen. Mr. Hamilton? Curtis Hamilton? 76 years ago, a British scientist, Lord Boliskin. Don't mention that name to me. Bad luck and trouble. I led him around for 3 nights. I carried the torch, the rifle, and I saw the thing. Oha, unglücksbringend das Ding. Ah, es ist... Jetzt beschreibt er es hoffentlich. Jetzt wird's spannend. Ah, was hat er gesehen? I wish I didn't remember. He'd drawn a map. I took him to the cross. I don't mind telling you, I was scared. Later on, I refused to go with my father to pray to the stones. So my father threw me out. My brother Wilbur cursed me. And now I live in squalid conditions. Okay. Ich hoffe, es ist nicht der, den ich denke, dass es ist. Wahrscheinlich schon. Nee, ich hoffe mal nicht, dass es das Affen-Tentakel, was auch immer, Ding ist, was er gerade genannt hat, aber egal. Das klingt auf jeden Fall gefährlich. The gold in the world, mister. I never said a word to you. You hear me? Now go away. I'm willing to offer you $20. $20? Okay. Wir sind reich. I don't think you understand. Go away and leave me alone. Okay, der beschreibt es doch nicht, oder was? Where did you take Boliskin? Wir spielen ein echtes Arschloch, oder? Get away from this scheint so, wir lassen ihn nicht in Ruhe. The comet's coming back. It'll be here in 3 nights. And that thing's coming too. Das, was das Spiel schlimmste daran verrät. So just get away from Ilsmith while you've got time. Aber wann kommt sie, Kometen? Nein. Naja, in drei Nächten. Why? Noch dreimal schlafen. If you saw what I saw, it was on the third night in the forest near the Calvary. The English guy was drawing. Then the thing appeared. I'd pay any price to forget what I saw. Now, get lost. Shoo! The cross in the forest? I don't think you understand. Kreuz im Wald. Kreuz im Wald. Das Waldrätsel. Wir müssen noch weiter nerven. Ja, natürlich. Okay, selber Dialog, schade. Wir müssen in den Wald, der tut uns den was gehen. Ja, wir müssen in den Wald, aber wir kennen uns im Wald immer noch nicht aus. Irgendwo muss ein Kreuz sein, das müssen wir suchen. Und da finden wir den Hinweis. Ja, ich guck mal eben, ob wir nur Notizen haben. I found Boliskin's guide. He refuses to help me. There were 3 births in 18... I have found Boliskin's guide. Okay. Ich würde mal in den Wald gehen. Und fahren der Wald nochmal. Irgendwo da links oben. Quartier und dann da oben hin. Wenn wir schon da sind, kann ich auch gleich noch das letzte Haus probieren. Ich meine, wir haben zufällig die richtigen gefunden. Ja, da sind 2.
Und dann ist nur wahrscheinlich im Wald. Du musst nicht glauben, wir sitzen vor der Tür. Ah, Mr. Greenwood. Don't waste your breath. Der ist mal ein typischer Name. Is deaf, dumb and blind. A terrible accident at the time of his birth robbed him of the sights and sounds of this world. Der ist taubstumm, oh Gott. In dieser Zeit. Das ist mies. Okay, ich dachte, die Tür wäre auf. Nö. Ich mag es aber dran zu klopfen, während die eigentlich daneben sitzen. Ja. Ja, wild. Quartier. Wir können versuchen, durch den Wald zu irren. Okay, der Vogel ist also irrelevant für uns. Finde das Kreuz. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich habe das Gefühl, wir müssen nach oben. Ende des Screens muss er kurz sein. Oder habe ich das falsch verstanden? Irgendwo hier. Wir müssen wahrscheinlich erstmal rausfinden, wie wir da jetzt durchirren können. Ja. Nee, keine Chance. Wir brauchen irgendeine Karte oder Hinweise. Mhm. So, bewegst du dich auch mal? Er ist eine Stufe zu hoch. Oh, Moment, wir können doch einfach. Nein, wir können nicht auf die Karte zugreifen, natürlich nicht. Gut. Wo können wir jetzt noch hin? Der eine weigert sich, da hinzugehen. Wir können mal die anderen Häuser gucken, was da noch so ist. Oder können wir da einfach so hin? Nein. Friedhof kommen wir auch nicht rein, weil da gibt es ja Kreuze. Ich glaube, wir müssen das Steinkreuz. Wir haben mal keinen Hinweis, was wir da im Wald machen sollen. Das ist der nächste Hinweis. Ja, wir müssen ihn irgendwie dazu überreden, uns zu helfen. Kann man hier fragen, der ist ja relativ nett gewesen. Ansonsten können wir noch zum Archivar mit den neuen Infos. Can I take photographs at night with these plates? Well, you be careful. The emulsion. Okay, selber Dialog. Leider können wir nicht hoch. Nein. Oh! Da passiert was. Bild! Go on, find somewhere else to mess up. Was zum passiert hier? Das nicht. Kannst mit dem Bär reden? Say, Mr. Parker, Mr. Arlington, the mayor, told me about you. Welcome to Ilsmouth. I'm Sergeant Baggs from the local police. Die Stadt heißt Kranker Schmied. Glad to meet you. I'm looking for a cross. Oh, ich suche ein steinernes Kreuz. Maybe you should try the cemetery.
We call it the dead center of town. You get it? Ja, macht Sinn. I'm looking for a cavalry in the forest. I can't help you there. And I don't advise you to wander in the forest by yourself. It's easy to get lost in that forest. I wouldn't even go there with a map. Now if you'll excuse me, duty calls. I've got to run those layabouts out of town towards the clearing in the woods. Kannst du mal mit dem Bär reden? Ich gebe mein Bestes. Vielleicht weiß der ja was. Nein. Schade. Aber wild, dass sowas einfach hier random passiert. Okay, wir brauchen also eine Karte. Da ist ein Bär auf dem Platz. Da ist ein Bär auf dem Platz. So, I says to him, why not invite Smith? He ain't so bad. You know what he said? What? I don't want to see Renato's father in my place. Not after what he did. Well, I can understand that. Ich frag mal die Typen. Vielleicht empfiehlt dir jemand das Spiel Boom von denen. Gentlemen? Hey, we're trying to play a game here. And I might just be home. Yeah. For once I'm about. Okay. Immer noch nicht nützlich. Hat der Barkeeper Infos? Ich würde sagen Friedhof oder Wald, das sind so die nächsten. Die ja, Polizist Friedhof. Hat gerade von einem Friedhof gesprochen, aber wie kommen wir darauf? What'll it be? Nothing? Okay, ja, Friedhof ist wahrscheinlich das Sinnvollste, wenn wir jetzt versuchen. Ich kann auch nochmal zurück zum Platz gucken, ob es noch ein Random Event gibt. Nein. You greaseball still here? I told you to get out. Okay. No, sagst du nicht? What have they done? They're gypsies, ah. Mr. Parker. Sneakiest chicken thieves you ever saw. I'm not going to wait for them to strip the town bare, no sir. They're out of here. Surely they have some rights. I decide who has rights around here, Mr. Parker, and no stranger is going to tell me how to do my job. You stick to your science. I won't trouble you again. But come now. Mr. Parker, just read my lips. Stay out of my way. Thank you, sir. Hey, you, the fortune teller. Just shut up, okay? What the fuck? Mr. Parker, adieu. What the fuck? Remember, Gloria, always keep your okay. Head up high. Ich glaube, die war nicht sehr freundlich. Nein, und jetzt ist die alte Dame hier. Yes, Aunt. Der... Okay, und sie ist die Tante von ihr. Der, ich glaube, im Gemeindehaus, da war ja der Typ hat ein Gewehr. Das wollte ich schon damals mitnehmen. Können wir das mal glauben? Können wir das. Good day to you, ladies. Ich rede einfach mit den Frauen. Gloria, a nod of the head would have been quite enough. Good. When will you learn, my girl? When men are around, you have to be especially careful. They're not to be trusted. Yes, I know, Aunt, I know. Okay. Sind alle verrückt. Ich gehe mal durch den Eingang. Ah! Da waren wir noch nicht. Da sind die beiden wieder. Okay, was ist das hier für ein Ort? In any case, this entrance is rather charming. What does that sign up there say? The mayor can be consulted from 2 to 3:30 p.m. by appointment. Doesn't sound... Okay, ist also das Rathaus. Okay, mit dir reden kann man nicht. Höchstens von hinterm Schreibtisch. Dann hier. Nein, ich bin versehentlich rausgegangen. Du wolltest das Gewehr? Wir nehmen das Gewehr. Beim Leuchtturm waren wir auch noch nicht. Da kommen wir auch bisher noch nicht hin.
Sicher? Ja. So, wo war hier jetzt ein Gewehr? Guck mal, welche Statuen. Oh, wir können jetzt das Zeug durchsuchen. A pair of broken binoculars. Would Jug be spying on somebody? Wir können jetzt hier tatsächlich vielleicht alle Schränke durchsuchen. Papers of no interest. Eine Statue war da noch irgendwas. A magnifying glass. Mhm. Magnifying Glass nehmen wir mit. Eine Lupe. Mit Lupe können wir Dinge untersuchen. Ja. Monograph of Ilsmouth names by Tobias Jug. Let's have a look. No Parker. Jug, born of Jeremiah and Suzanne. Maiden name Smith. And under S, Smith, of course, Zeke. The list ends there. Silas Sprague quit the village in April 1809, leaving four children. What's this? A deed of sale. The belongings of Boliskin sold in public to the highest bidder in order to pay for his passage home to Great Britain. Okay. Ändert der Text sich auch dann? Ah, ja. Die Verkaufsurkunde. Interessant. Irgendwo hing noch, ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, ich bin. Wo hing denn ein Gewehr? Irgendwo hing ein Gewehr rum. Na, bei ihm zu Hause. Ich meine, wir können auch noch hier gucken. Eine Statue vielleicht irgendwas da. Good Lord, a page of Boliskin's writing. Wednesday, February 13th. Good Aber God, da bei der Platte, da ist eine grobe Platte von der Pistol shot away. That's curious. The word pistol is being crossed out and replaced by rifle. And a handwritten note. Truth sleeps beneath appearance. J. Keats. Gewehr ist wohl. Ich hätte schon den Instinkt. Jetzt haben wir schon wieder auf das Gewehr hingewiesen. Die Wahrheit verbirgt sich unter nichtigem Schein. Die Nachricht hat gerade mehrfach Gewehr genannt. Nicht Pistol, sondern Gewehr. Ich glaube, wir sollten sein Gewehr klauen. Ja, vor allem das Wichtige ist, die Wahrheit scheint unter irgendwas versteckt zu sein. Das heißt, wir müssen vielleicht irgendwas noch genauer angucken. A blackboard. Wegen Schieferstafel vielleicht mit der Lupe analysieren. Nein, können wir nicht. Nochmal ein Gewinner, würde ich sagen. Bin ich gerade dabei. I would be obliged if you were to stop making eyes at that Smith boy. But Aunt. No buts, miss. That Renato is a layabout. He has stolen the old fool's mule again. We'll discuss all this later. Zu Hause waren wir lange nicht mehr. Können wir da noch. Oh, vielleicht kannst du die Statue jetzt mit Lupe untersuchen. Habe ich gerade versucht. Der hat doch sein Haus direkt gegenüber vielleicht gehabt. Ja. Das ist absolut korrekt. Deshalb bin ich auch genau dahin. Und bei uns in der Bude waren wir lange nicht mehr. Vielleicht können wir da noch irgendwas finden. Ja, die Knarre sollte man mitnehmen dort. Wenn es irgendwie geht. Nein, ist nicht markiert, können wir. Badly written. Ah. Searcher. E. S. T. The rest has been rubbed away. Ich kann das mit der Lupe. Ist einfach klauen. Habe ich versucht. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt den Text vorgelesen hat. Ich. Drücke einfach Dinge und Dinge passieren. Mr. Jug? Later, Mr. Parker. It's too early. Okay, ist ja gut.
Okay, wir können nicht von innen schnell reisen. Wir brauchen eigentlich nur einen Führer in den Wald. Aktuell. Sicher, dass du die Knarre nicht nehmen kannst? Ja, ich bin mir sicher. Ich habe es mehrfach versucht. Komm nicht mal aus dem Bildschirm raus gerade. Der Brief hat gerade mehrfach Knarre gesagt. Egal. Ja, dass die von der Statue ersetzt wurde und alles. Die Hinweise sind schon deutlich, aber ich kann sie aktuell nicht nehmen. Wahrscheinlich werden wir sie in der... wenn es gefährlich wird, nehmen können. So, zu Hause hattest du gesagt. Da brauchen wir noch nicht mehr. Also wenn es in Adventures irgendwann nicht mehr weitergeht, dann streamen wir mal dann am nächsten Tag. Und ich würde wetten, zum Leuchtturm kommen wir noch irgendwo hin. Ja, natürlich kommen wir zum Leuchtturm. Wahrscheinlich gegen Ende. Hast du in der Kiste schon nachgeguckt? Konnte in der Kiste nichts nachgucken. Kannst gerne jetzt nochmal versuchen. Einmal reingeribbelt gehören. Eine Zeichnung. Kannst du die rausholen? Gebe mein Bestes. Karte. Hast du okay. Mal oder was? Eine Zeichnung, ja, da. Sehr wild. Eine Kommode noch irgendwas, was du jetzt noch nicht mehr. Was du jetzt auf einmal kannst. Besuch mal das Zimmer jetzt. Jetzt haben wir erst auf einmal kannst du Sachen, die du noch nicht kanntest. Also den Schrank müssen wir auf jeden Fall aufmachen. Dann können wir nicht öffnen. Ja, die Kommode ist auf dem, wo der Potz drauf steht. Oh. Ha! Warte. Warte. Alkohol. Warte und Alkohol. Also wenn wir wirklich wollen, können wir jetzt jemanden betäuben. Kannst du doch Items miteinander benutzen? Watte und Alkohol kannst du. So, jetzt etwas Alkohol auf die Watte. Okay. Kannst du jemanden betäuben? Oder etwas sauber machen? Die Karte, die Zeichnung, die Fotoplatten säubern und wie oder irgendwas. Die Zeichnung probiere ich mal. Kann ich nicht tun. Warte. Fotoplatten säubern. Ich sag mal, Alkoholgetränk, Wattebausch. Tja, man kann doch Dinge miteinander kombinieren. Offensichtlich kann man Dinge miteinander kombinieren. Kannst die Lampe dort noch mitnehmen, die auf dem Tisch liegt? Ich guck mal. Die andere dort, auf dem großen Tisch. So, auf dem großen glaube ich nicht, aber. Hey, wer weiß, wir haben da auch irgendwas neben der Tür stehen. Nein, jetzt geht er raus. Locked. Ich bin jetzt tatsächlich überfragt, was wir tun sollen. Ich meine, wir können jetzt versuchen. Wir haben Alkoholgetränke, Watte. Könnten wir so den Typen in der Fischerhütte zu bedrohen damit oder zu entführen damit? Ich glaube, die Zeichnung, die müsste jetzt noch irgendwas, die Zeichnung hat irgendeinen Hinweis. Ja, ich gehe einmal kurz rüber und ich guck mal auf die Zeichnung. Nein, will er nicht tun. Die Zeichnung, die sieht sehr schwarz aus. Vielleicht kann man die irgendwie. Ich frag mal hier nach, ob die noch irgendwas für uns hat. How can I help you? I was just passing and I thought...
I'm afraid I just can't help you, sir. Never mind. Goodbye. Okay, hier können wir nichts tun. Friedhof kamen wir nicht rein. Bisher nicht. Kommen wir von der Seite vielleicht irgendwie hin? Also wir haben eine Strickleiter. Meine Idee war, die Strickleiter mit Ästen zu verwenden. Ich kann die Sachen nicht auswählen. Wenn ich habe nur drauf geklickt und er hat die Sachen kombiniert. Aha. Kann noch mal versuchen, mit dem Typen zu reden? Könnt auch noch mal ins Notizbuch gucken. Du musst nicht Zeichnung nehmen. Du musst nicht Zeichnung lassen. Ich weiß es nicht, das Notizbuch ist auch weg. Das ist merkwürdig und der Typ ist raus. Das ist äußerst ungewöhnlich, das wäre sehr schlecht, wenn das Notizbuch weg ist. Aber die Watte ist auch weg. Haben wir die vielleicht zu Hause gelassen oder wie? Vielleicht. Good day to you, sir. Get away from me! Und geh nochmal nach Hause, weil ich glaube, du hast die Watte zu Hause liegen lassen. Und alles, was du da geholt hast. Das würde bedeuten, dass wir es dort vor Ort machen müssen. Im Haus. Guck mal, ob das wieder da ist. Nein. Also die Karte ist wieder in die Kiste zurück. Die Karte ist weg, die Watte ist weg und das Notizbuch ist weg, was uns das Journal und die ganzen Hinweise gibt. Das wäre sehr schlecht, wenn das jetzt plötzlich nicht mehr verfügbar wäre. Guck mal nochmal in der Kiste nach. Vielleicht haben sie es zurückgelegt. Hoffe es. Wenn nicht, sind wir am Arsch. Nichts drin. Nee, du, ich guck mal ganz kurz, ob das so ein Common-Ding ist, was passiert. Moment. Dann haben wir das Spiel verbuggt. Dann kommen wir nicht mehr weiter. Shadow of the Comet. Soll ich mal nach einer Komplettlösung gucken? Vielleicht müssen wir das Steinkreuz finden. Also. Komplettlösung. Strickleiter haben wir gefunden. Danach ab in den Wald, um nach dem verschollenen Steinkreuz zu suchen. Das habe ich ja schon gesagt. Nehmt die Liane und drei Äste mit. Okay. Und wo gibt es hier noch eine Liane? Anschließend. Das Gewehr im zweiten Raum wird genauer unter die Lupe genommen. Habe ich doch gesagt. Nach Hause zu. Steht da irgendwas davon, dass das Journal weg sein soll? Sprecht mit dem Polizisten mehrfach, seit er in den Zimmer angelangt wird. Alkohol, Watte aus der Kommode. Benutzt ihr die beiden Teile miteinander, erhaltet ihr ein alkoholgetränktes Wattebäuschen, öffnet die Kiste und nehmt den Inhalt heraus, dann legt die Zeichnung links auf den Tisch und reibt sie mit Watte ein. Packt jetzt das Kreuz auf den Zirtscher und geht ins Gasthaus. Okay, wir müssen erstmal das Kreuz im Wald finden. Das war deutlich früher. Vielleicht bringt uns das weiter. Ich werde jetzt erst. Alter! Die Steuerung hier! Und die Komplettlösung sagt uns, dass wir auf jeden Fall ins Wald gehen sollen, dort die. Also wir brauchen die Watte, um weiterzukommen. Hier, jetzt ist das Zeug wieder da. Das ist auf den linken Tisch, sollst du die Zeichnungen legen und dort mit Watte einreiben. Ja. Okay. Und wir müssen unbedingt das Kreuz finden. Okay, nicht in der Zeichnung, sondern darunter. 4x2 Stars. That's where the cross. Das X markiert die Stelle. No Breeze, irgendwas stand dort. Ja, jetzt darf ich das, glaube ich, wieder mitnehmen. Abgegebene Zeichnung. Dann schauen sie dem an.
Würde ich gerne. Steht's in den Notes. Kannst du ja. Northeast Beast. 4x2 Stars. The Calvary is here. Aha, okay. Was ist das weiter? Gravierung auf dem Gewehr. Das heißt, wir müssen. Wir haben jetzt zumindest einen Weg zum Steinkreuz. Warum immer wir das in der komplett nur gesagt, wir müssen im Wald das Steinkreuz finden. Ja, wir finden aber jetzt. Bist du sicher, dass nicht die Überschrift ist, im Wald Steinkreuz finden? Früher das Gebäude verlasst, solltet ihr den Zettel unter dem Fuß der Rüstung mitgehen lassen. Okay, unter der Rüstung irgendwie sollte man auch nochmal das Gewehr sollte man dir nehmen. Den Zettel haben wir ja mitgenommen. Bin schon da. Das war ja der Hinweis dort. Und das Gewehr sollst du irgendwie unter die Lupe nehmen. There, on the butt. LB. Incredible. Jug has Boliskin's rifle. Also. Oh, there's a message engraved in the gun. Dash it all. It's too small to read. If only I had a magnifying glass. Oh mein Gott. Wenn du nur eine Lupe hättest. Oh mein Gott. Okay, wenn die Sachen auch richtig reagieren. Searcher. E. S. T. The rest is being rubbed away. Searcher. Suzanne Searcher, probably. Strange. Those names are not mentioned in Boliskin's notebooks. Okay, haben wir jetzt hier vollständige Dinge. Wir haben wieder mal das Notizbuch nicht mehr da. Cool. Merkwürdig. Das scheint immer mal wieder wegzubacken. Fuß der Rüstung hieß es noch. Die ist im Gemeindehaus. Oh, na dann. Ja, da haben wir den Zettel gefunden, den wir gerade schon freigekumpelt haben, soweit ich weiß. Da ist der schon geguckt. Okay, Phil, dann habe ich das vergessen. Fischerei, Steinkreuz. Ja, Rüstung und da hinten hatte ich dann hier. Dass du die Zeichnung gefunden, die du jetzt gerade weggerubbert hast. Good Lord. Strickleiter. Tobias Jobs, Privatresidenz. Da war noch ein paar da. Ja, ich guck nochmal hier, ob hier noch irgendwas war. Jetzt das Notebook wieder da, okay. Jetzt packt jetzt das Kreuz auf den Searcher, was auch immer das heißt. Was auch immer ein Searcher ist. This must be the rest of the message on the rifle. Du musst das Kreuz finden, das Kreuz dann irgendwie auf den Searcher legen. 4x2 Stars. The Calvary is here. Ja, also wir brauchen erstmal das Steinkreuz. Das ist im Wald. Ja, also wir haben NE Beast und Searcher. A strange message written by Boliskin. Vielleicht nach Nord und nach Ost. Also vielleicht im. Wäre auch mein erster Gedanke. Sagst du noch irgendwas von einer Liane, die man braucht? Also bei dort, wo du die Stücke gefunden hast, ist irgendwo noch eine Liane. Ja. Halt unter dem verschollenen Stein kurz mit dem. Steht doch leider nicht, wo man lang gehen muss. Irgendwo. This must be the red. A strange message. EST. Also erstmal nach Osten. Und danach Süden und nach Testen oder was? ST könnte auch für straight stehen. Ja, Osten und dann straight weiter. Ja. Osten. Also, dann können wir jetzt nach Norden oder was? Ja, dann nach Norden.
Hier hatte ich den zweiten Ast her. This must be the rest of the Norden und dann Osten. Die eine Richtung, die ich nicht gegangen bin vorhin. So. This must be the rest of the message on the rifle. Northeast Beast. 4x2 stars. Beast. The cavalry is here. Was für ein Beast? Irgendwie müssen wir ein Beast finden. Und nochmal Osten oder was? Also Beast könnte für den Vogel stehen, der am Anfang da steht. Ich gehe mal weiter nach Osten. Jetzt gehst du nach Süden. Ja, ich muss wieder raus. Ich muss das ganze Ding neu starten. Vielleicht ist das hier kein wirklicher Punkt innerhalb des Rätsels. Ich muss da drüben starten, nicht hier. Ja, hier beim Beast. Nach Norden ist es. Ja. Dadurch den, ja, dann gehen wir hier rein. Dann ist das erste Osten. Oder? Nach Norden bist du gerade schon gegangen. Osten straight. Ich weiß nicht, ob das als Norden oder als Reingehen zählt, deshalb. Bin mal Osten und dann straight weiter nach Osten. Sicher. Und dann ist Norden nach Norden. Wow. Kann es sein, dass ich einfach dumm bin, weil Osten ist nach rechts und nicht nach links? Wäre mal so ein Hinweis. Das ist das. Ja, du. Du, das ist ja mal so eine... Das ist ja, wenn man dann nach Norden und nach Osten geht und nicht nach Westen. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, war so die Idee. Also, Details. Ja, du. Okay, wir starten beim Vogel, wir starten beim Biest und dann gehen wir mal nach... Erstmal rein. Dann gehen wir nach Osten. Osten? Straight weiter nach Osten? Ist nach Norden oder was? Dann müssen wir nach Norden. Das läuft jetzt nach Westen. Wie, wir, können jetzt nicht nach, wir können nicht mehr nach Norden. Also man kann okay. Hier nicht nach Norden. Dann nach Osten. Ja. Ich glaube, wir sind falsch. Du musst am Anfang halt nach Norden. Und die ganze Message ist erstmal. Gut, ich kann auch einfach weiter nach Osten gehen, solange bis geht. Aber ich glaube, der Bildschirm ist immer derselbe. Die Nacht heißt ja nur nach Norden und dann nach Osten. Was machen die zwei wieder hier? Die kommen jetzt aus dem Wald. Sind die Hinweisgeber oder was? Okay, wir sind. Wieder zum Anfang zurück und dann nach Norden und nach Osten. Die Nachricht, du hast ja zwei Nachrichten, ich glaube nur die eine ist relevant. Die hängen ja zusammen. Also wir gehen erstmal nach Osten, dann weiter. Du bist aber gerade nach Westen gegangen. Ich weiß, das ist halt das Problem, weil du kannst nur nach rechts, nach links, kommst du dann einfach wieder zur Stadt. Hm. Ich glaube, ich bin das ein wenig das, zu das verwöhnt von modernen so Spielen für dieses Rätsel. Soll ich die Komplettlösung suchen? Ich kann auch gerne einen Guide aufmachen. Wir sind jetzt wieder raus aus dem Wald. Ich mach mal ganz kurz einen auf. Moment. Eine bessere Komplettlösung. Game FAQs. So, hier, da haben wir es. Die sind immer gut. Und bald Kreuzsteinkreuz finden. Steinkreuzlösung. Yeah.
ist keine gute Komplettlösung. Hier, Spoiler Center. Vielleicht haben die was. Ich guck gerade nach dem Walkthrough auf YouTube. Alles gut. Du solltest vor allem nicht danach gucken, weil du bist derjenige, der streamt. Ja, dann wiederum, du hast. Man sieht ja dein Zeug nicht, man sieht ja meins und ich streame ja nur das Spiel. Ich kann auch auf dem Handy was gucken. First Day, nice Fishing Port. Okay, mit allen Leuten reden. Das ist Bullshit hier, das sind nur Grundlagen. Ups, interessant aus. Oh. Ich sehe es nur komplett. Ach du Scheiße. Du musst nochmal ins Haus zurück und musst dann die Karte mal angucken. Und da kannst du auf der Karte dir was einzeichnen. Ja, das ist mir auch gerade klar geworden. Vor allem, nein, ich muss eigentlich nochmal in den Wald. Ich brauche insgesamt drei auf Äste der Karte, und eine Diane. Einfach durchwandern. Auf der Karte, da ist dann, da stehen auch die Worte drauf, da stehen dann Searcher, Octopus, Dank und Beast und so weiter. Du musst dich an der Karte orientieren. Du musst auf der Karte erstmal die Lösung finden, bevor du irgendwo langkommst. Du musst hier erstmal Ja, erstens das und zweitens, wir müssen eigentlich hier so lange durch den Wald latschen, bis wir drei Äste und eine Liane gefunden haben. Die tauchen anscheinend random auf. Und dann gibt's eine Karte, die du auf dem Kartentisch dort dann mit einem Bleistift dann X markieren kannst, nach den Hinweisen. Ja. Auch das habe ich rausgefunden. Wo findest du jetzt die Stecker? Irgendwo random im Wald. Ja, wundervoll. Zweifel hieß es einfach immer nach Westen gehen. Haben wir ja vorhin schon großartig gemacht. Und zwar waren wir eigentlich mit den zwei Stöcken direkt am Anfang relativ lucky. Ich komme wieder aus dem Wald. Keiner Waldspaziergang. Kennen sich ja auch aus, vielleicht sollten die einfach fragen. Laufen doch im Kreis oder nicht? Mehr oder weniger, man kommt irgendwann wo raus anscheinend, aber nicht schnell. Die schon wieder. Was ist mit denen? Die sind das Gruseligste an dem ganzen Spiel. Wart's mal ab. Ich weiß, was die hier benutzen, die sind das Gruseligste am ganzen Spiel. Ich glaube, du sollst schon im Wald bleiben, du läufst ja jetzt gerade auf Dichtungen lang. Du sollst schon in das... Wirklich? Ich meine, wo hat denn in deinem Video der Typ die Sachen gefunden? Der war noch gar nicht im Wald. Bevor der in den Wald gegangen ist, hat er erstmal hier auf dem Kartentisch stehen. Das würde ich auch jetzt machen. Mach einfach mal nach Hause zurück und dann du hast das X markieren auf der Karte. Vielleicht sollten wir das so machen. Ich find's aber wild, dass das Spiel halt dir null von den Mechaniken irgendwie erklärt. Loom hat ja zumindest so ein bisschen Tutorial. Das ist dein Haus, glaube ich. Ja, ich weiß. Er braucht nur sehr lange, um da reinzugehen. Ist einmal nach rechts. Ja. Dann die Karte mit dem Büsch benutzen. Mein Gott. I have to pinpoint the position of the cross on my map. Alter. Nach dem Rätsel hast du jetzt den unten Beast, das musst du dir mal ankürzen. Unten.
Das? Nein, das ist nicht. Ich konnte hier halt nicht mal was bewegen. Das ist falsch markiert. Ja, offensichtlich. Ich müsste es die Hand bewegen können. Und jetzt müsste ich habe eine fucking Eieruhr hier. Also ich kann nichts bewegen. Das ist merkwürdig. Deutscher Octopus. Chaos. Ich müsste die Hand bewegen können. Versuch's mal die Pfeiltasten. This must be the rest of the message on the rifle. A strange message written by Boliskin. Ja, mit den fucking Pfeiltasten. Holy shit. Guck mal, da oben steht Priest. Das müsste das Ding. Da machen wir ein Kreuzchen. Wir müssen aber nicht zum Beast, wir müssen ja. Aber der eine komplette Übung hat aber da ein Kreuzchen gemacht. Der Beast. Ja, das ist aber falsch. This must be the red message written by Boliskin. Und da steht doch dasselbe NE Beast. Da fehlt nur das Beast. This must be the rest. Das ist die komplette Nachricht. NE Beast. A strange message written. This must be the rest of the message on the rifle. Im Nordosten von Beast heißt das einfach nur. 4x2 stars. Nordosten von Beast. Da machen wir ein Kreuz Nordosten von Beast. Ja, Beast ist hier. 4x2. Also. Die auf der Komplettlösung hat das bei rechts von Beast reingezogen. Geh mal davon aus, hier. Ey, ich sag dir, ich kann dir einen Screenshot schicken. Der hat wirklich auf. Guck Beast mal, ob es auch richtig ist. Das ist ein YouTube-Video von jemandem, der wahrscheinlich irgendein random YouTube-Video hochgeladen hat. Checkt vorher, ob er dasselbe nochmal machen muss. Was er wahrscheinlich tun wird. Taverne. Hier, ich guck sogar nochmal dasselbe. Ach, scheiß YouTube-Werbung. Ich hab hier schon was. Kann ich bei Google nachgucken? Geh nochmal zur Taverne vielleicht. Muss dann nochmal zu den Toten Haus. Ja, sofort. Ich guck dir selber gerade noch mal ganz kurz wo rein. Also ich habe hier nur den Goldfunk. Okay, der hat das in der Reihenfolge da gelistet, aber ist egal. Ja, die Szene hatten wir. Ja, es gibt ein Haus, was wir noch gar nicht gesehen haben, offensichtlich. Ja, wie gesagt, das ist schön, aber ich glaube, der hat das falsch gemacht. Ich gucke mir jetzt einmal die Szene an, die wir verpasst haben, und dann kriegen wir vielleicht unseren Hinweis. Ich habe einen, der tatsächlich nur irgendwie 3 Stunden dauert, also ich vertraue lieber dem als irgendeinem random YouTube-Video. Stück gefragt, noch nicht wie viele Parts hast du denn bei dem Walkthrough? Oder wie lange dauert das? 4,54. Ja, das heißt, der macht mindestens einen Fehler. Und das wird wahrscheinlich genau das sein. Mhm. Ah, der Arzt! Der ist da auf eine Richtung auf jeden Fall schon mal. Irgendwo geht's dann mehr. Alles gut. How's business? Du hast einen Arzt gefunden. Sehr schön. Ist fein. Der irrt auf Ewigkeiten im Wald rum. Ach, das ist der Händler. Don't worry, I'll try them tonight. By the way, how well do you know the forest? Alles gut. Why? Und da kommst du, wenn du dich durch den Wald durchkommst, kommst du nochmal zum I need a guide for tonight.
Wir machen das jetzt erstmal hier auf unserem Weiter. Tyler. Nathan Tyler. He's the lighthouse keeper. He knows this bridge as well as anybody. You'll probably find him in the tavern. Jetzt wissen wir, wir müssen ins Gasthaus. Zu dem Tyler. Es gibt auch noch ein Haus südlich von dem... Von dem Fischerhaus, da waren wir noch nicht. Ja. Da müssen noch gleich ein Glück, da fehlt da noch ein komplettes Haus. Sons are no better. Obed and Benjamin. Well, I hope you're lucky enough never to meet any of them. Lucky not to meet them? You make them sound like a heap of trouble. Trouble is a nice way of saying it. Come to think of it, you already know Wilbur. The man with the hood in the general store this morning. Yes, I remember. That's business. You don't pick your customers. And at least he pays, which not everybody does these days. You take care now, Mr. Parker. Goodbye, Mr. Meyer. Okay, es ist tatsächlich der Typ in dem Mönchsding. Das ist schon mal nicht gut. Zurück zur Kneipe. Ja, die Szene habe ich jetzt noch gehabt. Die zwei sind auch offensichtlich up to irgendwas. Wer ist er und was tut er hier? Du sagst eben, du wolltest irgendwie zu einer Kneipe. Irgendwas. Mr. Parker, is that right? I'm so glad to meet you. They told me you'd stop by to see me, but I was ill in bed. Excuse me, you are Mr. Parker, isn't that right? Das bringt nicht viel. And you, sir? The name's William Coldstone. I'm an amateur astronomer, you know. They told you about the cross and you met with that old fool Jug, isn't that right? Well, I'm sorry you've been put to so much bother. He didn't strike me as a fool. Oh, that's just my way of talking. I'm with you all the way. It's only natural between scientific types, isn't that right? Now, I believe you're looking for something. Das Kreuz. Ja, okay. Well, I would like to go to the Calvary in the forest tonight. Well, call it Providence or whatever you will. Come along to my house. It's nearby. We can talk about the stars, and tonight I'll guide you. How about that? My legs are still good. Okay, nehmen wir ihn. Das ist auch eine Lösung. Mit Rüstern verbinde ich, komme mit. Excellent idea. Wir sind dumm und vertrauen ihm mal, ja. Alles klar, cool. Das kann schon schief gehen. Ein Call of Cthulhu Game. Sehr viel. Es lädt, das ist schon mal nicht gut. Versuch die Pfeiltasten. Ich probiere die Pfeiltaste. Ich glaube, es lädt gerade irgendein Screen. Tja. Mach mal Folgendes. Nicht speichern. Nicht schlecht. Nun! Lass es im Hintergrund mal weiterlaufen. Ist ja abgestürzt. Ah. Du kannst laufen. Und dann laufen wir weiter rechts. Lauf mal nach rechts. Ich musste nur den Screen irgendwie wechseln, alles klar. Gut. No one ever learned what happened in William Coldstone's house.
Es gibt ein Game Over. No. Bitte was? Es gibt ein Game Over, der hat uns wahrscheinlich eiskalt abgestochen. Was kann schon schief gehen? Ja. Keine Dateien zum Laden fahren. Ja, wir haben es versaut. Und nochmal von vorn. Yay. Nun! Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es. Naja. Schau mal ins Inventar. Game Overs gibt. Ja, ich gucke ins Inventar. Wir haben das Notebook. Wir haben es nochmal. Hast du einen Save Point von weiter vorne? Du hast ja mehrfach abgespeichert. No files available. Scheiße. Wir machen das Ganze nicht nochmal von vorne oder was? Es geht relativ schnell, ich kann durchskippen mit Rechtsklick. Gut, dann machen wir aber eine kurze Pause, dann bevor es weitergeht. Ja, ich mach hier weiter, du kannst Pause machen. Oh Gott, das Ganze nochmal von vorne. Du kannst gerne Pause machen, ich bin in wahrscheinlich 20 Minuten wieder an dem Punkt. Ich hol mir einen Kaffee, bis gleich. Ja. Wieder zurück. Wir sind wieder bei der Taverne. Diesmal gehen wir nicht mit dem komischen alten Mann mit. Yep. Das ist riskant. Ich kann nicht speichern. Yep. Und die hat fleißig Arbeit geleistet. Ja, wir haben auch wieder alle Locations soweit frei. Ich meine, in der Komplettlösung war irgendwas mit, dass es gibt eine Schlägerei vor der Taverne. Da müsstest du, glaube ich, mal hin. Ja, ich muss nur einmal kurz noch zum Doktor. Die Location fehlt mir tatsächlich noch. Als ob ich da jetzt nicht lang kann. Da ist der alte Mann wieder, den sollst du jetzt nicht ansprechen. Ja, den Dialog hier nehmen wir mit, das weist uns auf die Kneipe hin. Beziehungsweise beim Doktor halt der Typ vor. Das ist unser Haus. Ja, ich bin falsch gelaufen. Ach, wir gehen einfach direkt hier zur Taverne. Wer bist du? Ah, Dr. Cobble. I'm glad to see you. Well, Mr. Parker, is the room satisfactory? Couldn't be better, thank you. I need a guide to lead me through the forest tonight. What? The forest? Well, don't count on me. My rheumatism, you see. I would... Go in here and see Nathan Tyler, the lighthouse keeper. People speak well of him, but take care all the same. Take care? Well, he drives a tough bargain, I believe, so don't let him skin you alive. I hope you have a map. Otherwise... Holy cow, no. I run the Temperance League with Miss Pickard. We're trying to get this den of iniquity shut down. Oh, I'm so sorry. I had no idea. To be honest, Miss Pickard bullied me into it. And I'll admit I don't care too much for Zeke. Ah, the unstoppable Miss Pickard. You understand perfectly. I have things to do. See you later. Indeed, Doctor. Na dann rein dort. Dann rein dort. Warte mal, das ist der Leuchtturmwärter. Na, wir wissen auch noch nicht, wie wir zum Steinkreuz kommen. Ah, doch. Vom Biest aus zwei nach... 4 nach Norden, 2 nach Osten. Du musst erstmal zum Biest kommen. Nein, auf der Karte. Some information, please. This looks like a library. What are you drinking? A beer. Wir haben doch vorhin schon ein Geld. Nicht auf diesem Spielstand. Ach so. Sprich mal mit ihm. Ich geb mein Möglichstes. Kann mit dem nicht sprechen. Und warum genau hat der Jeep, der eine Jeep uns jetzt umgebracht im alten Spielstand? Weil er Astronom ist, das ein Cthulhu-Setting ist und er wahrscheinlich vollkommen wahnsinnig ist. Aha.
Da kann ich jetzt mit keinem mehr reden, oder was? Geh mal kurz raus, vielleicht triggert das irgendwas. Ja, ich wechsle mal kurz den Screen und geh wieder rein. Vielleicht hilft das. Ja, Oma. Ich will immer, dass sie so lange auf der Parkbank sitzen kann. Omas können sehr lange auf Parkbänken sitzen. The owner seems none too friendly. Dann kommen Leuchtturmwärter. Ich weiß nicht, was man tun muss. Ich guck mal eben, ob das ein Bug ist oder nicht. Ich hab ja noch die Dingens da offen. Tja. Ich glaube, ich habe vorhin in der kompletten Summe gelesen, dass du mit dem Barmann reden sollst und dann passiert irgendeine Kneipenschlägerei. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Ich bin jetzt hier. Map, Doktor, das Gespräch hatte ich. Jemand hört das, das vergesse ich immer. Das ist das Bargespräch, dann gucken wir mal. Ja, man muss zweimal mit dem Barkeeper reden. Wow. Ist das Nathan Tyler? Ah ja. Is there something I can tell you? Jetzt redet er mit uns. No, or rather, yes. I'm looking for Nathan Tyler. He'll soon be here. You want to visit the lighthouse? Er sieht irgendwie ein bisschen weird aus, oder? Und wie alle hier. So? Why? I want to go there tonight. I see. You must be the astronomer. I don't think you'll find anyone to take you. I was told that Tyler... It's none of my business, but you want to be careful of him. Yes, I know. I've been warned about him. His prices. No, not that. He's a strange... It's him. Aha, das ist der Typ von den Auswanderers. Usual for me. Mm-hmm. Got it. There's a guy looking for you. What for? I'm telling you the forest well. Mm-hmm. Shall we have a seat? Was wollten wir eigentlich nochmal von dem Kreuz? Keine Ahnung. Es ist connected zu dem Typen, über den wir Nachforschungen anstellen. You want to do some hunting, maybe? Get yourself a plump hare or a duck? Not quite, no. Actually, I need a guide for tonight. I want to go to the Calvary in the forest. Warum sollst du das nachts machen? Keine Ahnung. That's quite a way. And I don't know if I remember the way leading there. Map. Well, I wouldn't rely too much on it if I were you. I'll take you to the Calvary for $20. Ja, es gibt beides okay. War eins oder zwei, was willst du? Ich kann mich nicht entscheiden. Na, nehmen wir eins. I'm talking about the forest, not a trip to Boston back. I might have guessed. You city slickers don't feel right if you're not cheating us poor country bumpkins.
$5 should be enough to calm you down. Das kriegen doch noch eine Bier. Okay. $10 and it's a deal, mister? Parker. John T. Parker. Why didn't you say so? I'll take you there for nothing. Well, let's make it $5 for my expenses. Das we'll so stop by at my place for something to eat. Then we'll get ready and go. Jetzt haben wir den Namen gesagt und auf einmal ist umsonst. Das ist sehr verdächtig. That's fine by me. Nächstes Game Over. Und Game Over. Oh nein. Oh nein. Game Over. Wir haben eine Map. Was? Du hättest es überdenken sollen. Du wirst es nochmal 20 Minuten spielen. No files available. Ich meine, es dauert nicht so lange. Ich hab jetzt... Fisch. Warum? Du hättest das überdenken müssen. Du hättest einfach sagen, überdenk das und dann kommen wir und lass uns nachts treffen. Gut, Aber warum? Es gibt hier wohl mehrere Game Overs. Eine schlechte Entscheidung. Ich trau niemandem in dieser Stadt mehr. Das ist, glaube ich, clever so. Gut, ja dann. Wobei, ich guck mal ganz kurz. Ja, die Robleader habe ich auch dabei. Hi everybody. Usual from you. What for? I'm told, shall we? You want to do? Not quite. I have a map. A map. $20. I'm talking about the forest, not a trip to Boston and back. I might have five. Okay. Parker. Why didn't... I'll think it over. Jetzt. Jetzt können wir weitermachen. Ja, I think it over. Das war die richtige Antwort. I think it over. Das war... Und jetzt kommt die Schlägerei. Und dann können wir weiter. The Hambledon slime bags. Obed, Ben. Stop that. Leave Webster alone. Stay out of this, Bishop. I've been wanting to get me a Webster for quite a while now. Why, they're really laying into him. Why don't you do something to stop them instead of making inane comments? How about it, Webster? You like that? Want some more? Let him be. That's enough. Mind your own damn business or I'll bust his nose. Was müssen wir jetzt hier machen? Ich würde sagen, abhauen. Das ist nicht unser Problem. Und du willst dich da jetzt einmischen. Gibt's das nächste Game Over. Ich meine, ich probier's mal. Nicht so, dass ich was machen könnte. Ja, wir müssen wie gesagt den Wald dort und dort da das Kreuz finden. Aber wahrscheinlich war es da bei Nacht. Und es gibt auch noch ein Haus, was da. Oh, da liegt noch was. Ein Schläger. Aha. Ich glaube, da kannst du dich mal einmischen. Nutze Schläger mit dem. Offensichtlich nicht. Vielleicht bin ich im falschen Winkel. Nutze Fledermaus mit. Jetzt hast du keinen Schläger mehr. You'll be sorry. Won't you, Ben? Yeah, we'll get you. Then you'll be really sorry. Moment. Habe ich das Opfer gerade niedergeschlagen, damit ihr das Interesse verliert? Danke. Danke.
You did the right thing, mister, but you'd better be on your guard from now on. Interessante Weise. Ich meine, so kann man es auch machen. Wir haben das Opfer niedergeschlagen, damit ich Täter aufhören. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Sagen. 3 von 4 Leuten finden Mobbing lustig. Schade, dass das nicht geklappt hat. Holy cow, Walter Webster. I bet it was those Hambleton boys did this to you. Come over here. Jetzt kommen wir zum Doktor, oder was? Er kommt zum Doktor. You're a photographer, aren't you? News travels fast around here, Miss... Mary Matthews. I run the drugstore with my father. He's nuts about photography. Did you find what you were looking for, Mr. Parker? Yes. Thank you. My father is also a keen photographer. That should keep him alive. Mr. Parker, I'm Jonathan Matthews. I hear you're a keen photographer. I have a darkroom which you're more than welcome to use if you want to develop your plates. You did a fine thing chasing off Benjamin and Obed. May the devil take those boys. I'm grateful for your offer. Come whenever you want, okay. Mr. Parker. Hold on to your horses, Mary. So you're back on your feet. Thanks to you, Mr. Parker. Without your help, I know you want to go into the forest. If I can help you... Could you find your way to the Calvary? I have a map. We can try. That'll be my way of thanking you. Very well. Das Einzige, was wir machen müssten. Ich trau dem nicht. We'll meet in an hour outside the town hall. See you later then. Okay. In einer Stunde. Im Town Hall. Ja. Wir haben das Haus dort. Es gibt noch ein Haus, was wir nicht besucht haben. Das da, da unten bei dem beim Welches? Steg, bei beim Hafen. Beim Hafen. Ja, das ist auf Englisch gestellt. Einmal nach, wenn du dort bei der Hütte bist, dann einmal nach unten. Einmal nach links. Und einmal nach, nach unten. Nach unten gibt es dann noch einen Weg. Da waren wir überhaupt nicht. Ja, ich rede nochmal mit ihm. Get away from me. Das müsste das Haus von dem Bischof sein, wenn ich mich richtig erinnere. Einmal nach unten hier. Plötzlich Pflastersteine. Ich meine, da kommst du auch in den Wald. Und nach unten gehst du jetzt nach Süden. Okay, das sieht aus, als würde man rauskommen, aber... Ja, mit dem Haus kannst du nichts machen, aber du gehst nach Süden. Du kannst jetzt Richtung Wald latschen. Aus irgendeinem Grund. Offensichtlich. Latsch nochmal ein bisschen durch den Wald, vielleicht findest du dann das Kreuz jetzt. Nein, nein, nein. Oder du musst das nur, oder du findest das, oder es geht nur nachts. Da liegt aber was, glaube ich. Aha! Ein Ast. Ein Ast? Wie viel hast du jetzt? Ein. Auf diesem Spielstand. Dann müssen wir die anderen noch finden. Dann geh mal in den Wald Äste suchen. Weiß nicht, wie relevant die noch werden, aber. Wir müssen Äste finden. So, was ich mittlerweile weiß, ich glaube, man kann hier runter. Irgendwo. Oder nicht. Doch, bei einem von den Screens kann man runter. Dem hier nicht. Ich glaube, dann bei dem hier. Jetzt finden wir ja sogar noch das Kreuz. Ich glaube, das braucht, da müssen wir nachts für. Ja, irgendwo hier geht's runter. Oder nicht? Nein, ich weiß, dass es runtergeht, weil wir haben noch einen Screen mit dem Eichhörnchen. Das habe ich mir gemerkt. Eichhörnchen?
Eichhörnchen. Ein Specht. Auf einen. Der Pfeil zeigt auf jeden Fall nach unten, aber dann gehen kannst du nicht. Der Pfeil zeigt nur nach unten, weil das die Seite ist vom Charakter. Ich gehst mal nach Norden, guckst mal, ob du da zwei Äste findest. Ja, nun waren wir irgendwo bald. Oh, hier. Jetzt kann ich mal screen. Das ist die Liane. Exakt. Das, was ich wollte. Creeper. Nein, ich hoffe, er explodiert nicht. Okay. Das sieht doch aus, als könnte man da hoch. Das hier. Die armen Creeper, so missverstandene Tiere. Sie waren mal Schweine. Wollte ich auch gerade sagen. Guck mal, ein Ast. Nummer 2. Vielleicht können wir dann Lagerfeuer draus machen. In Videospielen braucht man ja bekanntlich nur drei Äste, um ein Lagerfeuer zu machen. Wir müssen noch einen dritten finden. Aha. Dann sind wir wieder hier. Wir haben die Stadt einmal umrundet und wir haben den letzten Branch. Genau das, was ich wollte. So, wo müssen wir uns mit dem Typen vertreffen? Tono. Ja. Ist er da schon? Ja. Da steht auf jeden Fall irgendjemand da hinten. Wo steht jemand? Das grüne Pizzelchen dort. Einmal das raus. War niemand. Ich meine, ja. Da war ein Baum. Oder nicht? Das ist einfach nur ein grüner Pixel. Das ist ein grüner Pixel, das nennt man Zimmerpflanzen. Und ist er das nicht? Nein, das bist du nicht. Nein. Was machen wir jetzt, eine Stunde lang rumlaufen? Da? Also, ich gucke auch gerade, was wir als nächstes tun müssen. Unser restliches Zeug aus der Truhe holen, weil in der Truhe befinden sich offensichtlich Unmengen an Dingen, die einfach irgendwann freigeschaltet werden. Gut, muss man aber auch wissen, dass die Truhe offensichtlich so der Punkt ist, an den du willst. Eine magische Truhe. Sie hat immer genau das, was wir gerade brauchen. Kamera. Bipod. Laterne. Und die Linse. Klar, ist einfach da drin aufgetaucht, plötzlich. Vielleicht lagen sie schon vorher drin und hat halt keinen Bock, die rauszuholen. Ja, vielleicht wollte sie auch einfach nur die Spielzeit strecken, weil, ich meine, das Spiel dauert halt 4 Stunden, wenn du es effektiv spielst. Plötzlich ist es dunkel. Dann sollten wir uns vor der Turmhalle treffen und das nächste Game Over planen. Ja. Hier, da ist wir vertrauen dem. Wir vertrauen ihm auf jeden Fall. Was soll schon schief gehen? Let's see what you brought. Okay, we have everything we need. I know this place very well. Let's go, I'll carry the tripod. Ein Typ, der vorgibt, es genau zu kennen und nachts mit uns auf freiwillig rausgehen will bald. Was soll da schon schief gehen? Ja, und er trägt auch noch ein Holzfällerhemd und so. Kann ja nichts schief gehen. Wow. Und hier ist ein Geheimweg.
Natürlich da lang. Natürlich ist dann Busch. Ein Busch. That bush. It moved, didn't you see it? There's calm down. Listen. The cross is on the other side. I have to go home now. Wie, das ist ein Game Over. Don't be afraid. Stay with me. I brought you this far, but this is as far as I can go. I have to get home. I'll pay you. I'm sorry, Mr. Parker. Good luck. Okay, da geht er. Na dann weiter. Okay, bewegender Busch, können wir was damit machen? Das ist doch nur ein Game Over. Ah, da ist das Kreuz. Hübsch hier. Und was wollen wir jetzt hier? Mit der Lupe untersuchen oder was? Mein bisschen Fotograf, es sieht ganz hübsch aus. Ich würde mal den Tripod aufstellen. Den du nicht dabei hast? Impossible without a tripod. Hatte ihn noch. Ah, mit dem Pfeil kann ich natürlich nach oben und unten. Und hat sie dir den Tripod geklaut? Vielleicht ist das dafür die drei Stücke. Es werden immer weniger. Oh. Hier, it's perfect. Was? Dafür ist die drei Stücke, um dann ihren Tripod zu bauen. Fine, that's it. Aber ich hatte eben noch einen Tripod. Hat sie den Mann im Busch abgenommen? My tripod's none too stable. Vielleicht mit den Jana, mit dem Creeper zusammen. Ja, natürlich. Wir hatten einen Tripod. There, that should hold. Das ist wichtig für die Story, dass wir das jetzt nicht haben. Das Gameplay. Ich mein, vermutlich, die Tatsache, dass die Sachen random verschwinden, gibt halt auch einen gewissen Horror mit. Dass du nie weißt, was du genau wo hast. Und jetzt? Ich glaube, du musst das Set of Plates da einfügen. Ja, vermutlich. If I took off that wrapping. Jetzt bleibt mal einzeln. Okay. Das ist schon ein Foto. Lass sie mal angucken. Exposed Plate. Ich kann jetzt noch die dritte belichten. Und warum nicht? War offensichtlich richtig. Dann jetzt nochmal angucken. Also nein, wir müssen erstmal in den Darkroom von dem Doktor, damit wir ihn entwickeln können. Okay, was genau haben wir jetzt beim... Untersuchen nochmal das Kreuz nicht, dass wir da irgendwas verpasst haben. Das wird kann gerne noch zum Kreuz zurück. Das ist saublöd, das zu verpassen. Ich gucke ja nochmal zum Kreuz zurück, ich glaube aber nicht. Dann wiederum, die Winkel sind hier sehr seltsam. Nö, damit sagt er nichts. Hier sagt er nichts. Und wozu sind wir denn hierher gekommen? Um jetzt ein nettes Foto zu schießen, oder? Naja, Sonnenuntergang halt, ne? Ist doch und hübsch. Wir wollten doch irgendwie den Tod von einem Jungen irgendwie aufklären, oder nicht? Nein, wir sind eigentlich nur hier, um rauszufinden, warum dieser eine komische Wissenschaftler aus London hier war. Und wozu sind wir jetzt zum Kreuz gegangen? Weil der auch hier war. Aha. Warum hab ich jetzt die Linse wieder? Dann guck mal lieber, ob du hier noch was machen musst. Gucke, Moment. Finden es gleich raus. Nicht, dass dann Game Over. Never. Okay, wir hätten mal eine belichten müssen. Egal. Und ansonsten müssen wir hier oben nichts machen. Ich meine, ja, ist egal, wir können ja im General Store neu kaufen. Und wahrscheinlich nicht erwähnen. Und dann jetzt belichten gehen oder was? There's a passage that way. Das ist eine Passage. Cthulhu rises. Behold! Look up there! We are being observed! Game over.
Fungui, Miljuanaf, Cthulhu Ryla, Wongla Nalle Fatang. Wow, ist das eine schlechte Aussprache. Okay, das war kein Game Over. Parker, you have signed your own death warrant. I, Narakamos, tell you that in 2 nights, Cthulhu will reign once more. Was hat das damit zu tun? Ja, Game Over. Gut, dann war's das für heute, nehme ich an. Ich denke auch. Er hat es doch noch 2 Tage gegeben. Er hat gesagt, dass Cthulhu in 2 Tagen regieren wird. Nicht uns noch 2 Tage geben. Ich gut, schon mal. Nicht, aber beim nächsten Mal weiter. Dir ging's ja sowieso nicht so gut, hattest du gesagt. Du spielst das jetzt noch bis zum Kreuz und speicherst dann irgendwie ab, oder? Ja. Gibt's da einen Weg zu speichern, oder? Ja, ich denke. Find mal irgendwie raus, wie du speichern kannst, dann können wir das nächste Mal bei der Stelle direkt weiterspielen. Wenn wir dann. Und uns nicht. Du hättest den Weg zurückgehen müssen, so durch den Wald dann und dann am nächsten Tag belichten und dann. Das war jetzt ja. Interessant. Also er taucht auf jeden Fall immer auf. Na gut, gibt interessante Game Overs hier in diesem Spiel. Also dazu. Naja, du kannst dir Zeit lassen mit dem. Ja, ich guck nur gerade, was sonst passiert wäre. Wir hätten abhauen sollen? Ja, cool. Du hättest die Strecke zurückgehen sollen, dann nur zu. Oh mein Gott, das ist ein Survival-Ding. Das muss man einem doch sagen. Du musst zurückgehen und dann die am nächsten Morgen belichten. Einfach nach Hause gehen. Ja, hätte man tatsächlich machen müssen. Man hätte vor ihm wegrennen müssen. Das muss man einem doch sagen.